22 neue Mods und 3 Updates gab es heute am 25. Januar 2022 im Giants Mod Hub. Herzlich willkommen hier bei Mr. Bauer Gaming und wir gehen diese Mods jetzt gleich zusammen durch. Bevor wir jedoch starten, möchte ich kurz noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Am Donnerstag um 18 Uhr mache ich einen Livestream und zwar als Beginn zu der Let's Play-Serie auf der Kalmsten Farm. Ich werde in diesem Livestream die Farm aufsetzen, also im Prinzip den Startpunkt setzen. Und wir werden dann von da aus werden wir dann entscheiden, wie es dann weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall hier das ist Let's Play starten am Donnerstag 18 Uhr am 27. Januar hier auf diesem Kanal. Damit du den Livestream nicht verpasst, dann lass mir doch bitte das Abo da, die Glocke bitte eingeschaltet lassen und natürlich auch, wenn euch dieser Inhalt gefällt, bitte lass mir doch gerne den Daumen da. Es geht gleich los mit der ersten Mod und zwar können wir auf diesem Retriever eine kleine Toolbox sehen, ein Werkzeugkasten. Dieser Werkzeugkasten kommt von Schulz Modding, Downloadgröße 0,11 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wie ihr sehen könnt, kann man diese Werkzeugkiste überall hintragen, hinfahren, verladen, hintragen, was man immer auch will. Dann kann ich diese Werkzeugkiste an jedes beliebige Fahrzeug oder Werkzeug hinstellen und zwar immer so, dass der Griff nach oben ist und dass die zwei gelben Schnallen, die zum Öffnen des Kastens gedacht sind, gegen das Fahrzeug gucken und dann können wir an Ort und Stelle das Fahrzeug entweder warten, den Lackzustand verbessern oder eben auch Änderungen vornehmen. Sollte diese Werkzeugkiste dann irgendwann vergessen werden auf einem Feld, weil sie nicht sehr groß ist und man sie vielleicht nicht, vielleicht auch übersieht, dann bitte einfach das Spiel neu laden und somit wird die Werkzeugkiste an demselben Ort wieder erscheinen, an dem sie auch hin platziert worden ist. Diese Werkzeugkiste können wir finden im Baumenü und zwar unter Tools. Ganz nach hinten haben wir diese Werkzeugkasten hier. Den können wir irgendwo hinstellen. Wie gesagt, man kann den mitnehmen, ist transportierbar. Und bei dem neuen Laden ins Spiel, also wenn das Spiel neu geladen wird, wird dieser Kasten wieder da gespawnt, wo er auch ursprünglich platziert worden ist. Wir kommen zur ersten Mod mit einem Update und zwar ist es dieser Evers Agro HSD6 von Vertex Design. Downloadgröße 11,09 MB in der Version 1.0.0.1 und jetzt für alle Plattformen. Der Changelog weist darauf hin, dass dieser Tiefenlockere jetzt auch für die Konsolen verfügbar ist. Also das Update war im Prinzip nur, dass es verfügbar gemacht worden ist für die Konsolen. Wir gehen mal ganz kurz in das Menü rein und finden diesen Tiefenlockerer, den Evers HSD6, ohne Konfigurationsmöglichkeiten. Gewicht 850 Kilogramm, braucht 120 PS, Arbeitsbreite 2,50 Meter und arbeitet mit 12 km/h. Kostenpunkt natürlich hier 10.500 Euro. Ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum dieser an einen Kompaktlader angeschlossen ist. Also hier dieses blaue Teil ist der Anbaugeräteadapter für Kompaktlader. Und zwar kommt dieser von A-Modding. Downloadgröße 0,43 MB und ist für alle Plattformen. Dieser Adapter kann dazu verwendet werden, um Werkzeuge oder Anbaugeräte von A nach B zu transportieren, ohne dass man einen Traktor benutzen muss. Also einfach dies anhängen und dann kann man dies mit dem Kompaktlader egal wo hinstellen. Wahrscheinlich sehr praktisch auch, wenn nicht sehr viel Platz auf dem Hof ist oder in der Halle und man diese so hinstellen will, dass trotzdem alles reinpasst. Dieser Anbaugeräteadapter kommt von Lizard, wie gesagt von A-Modding, wiegt 95 Kilo und kostet 900 Euro. Hier kann die Farbe für 100 Euro verändert werden, was auch immer euch beliebig ist. Und dann kostet das 1000 Euro und somit ist das Gerät euer. Dieser riemenbetriebene kleine Wender kommt von Verti, Pushup und Consi. Es handelt sich natürlich hier, wie gesagt, um einen Wender. Downloadgröße 3,44 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen.
Der Lizard Z525 wiegt 350 Kilo, braucht 34 PS, Arbeitsbreite 2,7 Meter und arbeitet bei 16 km/h. Wir haben hier die Möglichkeit, bei den Rädern Reifen anzubauen oder eben einfach die Rollen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Farbgebung in einer sehr fein abgestuften Palette zu verändern und dasselbe auch für die Designfarbe. Kostenpunkt in der Standardausführung 6.000 Euro. Der Strautmann Terravitesse CFS 4201 kommt von VarioFan 1987, Downloadgröße 8,66 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Wie ihr hier natürlich sehen könnt, handelt es sich dabei um einen Ladewagen. Dieser Ladewagen hat ein Ladevolumen von 40 Kubikmetern, wiegt 10,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht sind 15,1 Tonne, braucht 180 PS, um bedient zu werden, Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 km/h und kostet in dieser Standardausführung, so wie er hier steht, 95.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, Bredestein, BKT und wieder Trelleborg. Dann haben wir die Möglichkeit, beim Design etwas zu ändern, und zwar von Standard zu den Dosierwalzen. Das sind diese Walzen hier drin. Und wieder Standard. Dann kann ein Siliermitteltank hinzugefügt werden. Der wird dann hier vorne angehängt. Und das Kennzeichen ist natürlich auch verfügbar. Von A-Modding kommt das einstellbare Deichselpack, Downloadgröße 0,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Anwendungsbereich dieser Ackerschiene wird folgendermaßen beschrieben. Zwei WD-Traktoren kämpfen auf rutschigem Untergrund, wenn sie einen schweren Anhänger ziehen. Dieses Werkzeug wird verwendet, um Kraft von der Unterseite der Deichsel des Anhängers nach oben auszuüben. Auf diese Weise wird ein Teil des Anhängergewichts auf die Hinterräder des zwei WD-Traktorens übertragen. Dadurch erhöht sich der Reibungskoeffizient der Hinterreifen und die Schleudergefahr nimmt ab. Also wir können hier in der Tat mit der linken Maustaste die Deichsel nach oben oder unten bewegen. Und natürlich kann das auch gegenteilig angewendet werden. Der Joskin Draka 8600 kommt von Nikopix. Downloadgröße 7,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Draka kommt in der Standardausführung mit einem Ladevolumen von 47 Kubikmetern, einem Leergewicht von 11,7 Tonnen, einem zuladbaren Maximalgewicht von 22,3 Tonnen und wiegt in der Standardausführung ohne Abdeckung 59.000 Euro. Hier können verschiedene Konfigurationen durchgeführt werden. Unter anderem kann ein Aufbau hinzugefügt werden oder zurück zu Standard. Wenn der Aufbau nicht ausgewählt ist, dann kann eine Abdeckung draufgebaut werden, ja oder nein. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian Tires, BKT, Wredestein und Trelleborg. Bei den Hauptfarben haben wir die Standardfarbpalette, die Designfarben dieselbe Palette und bei den Felgenfarben auch nochmal die Standardpalette. Auch hier gibt es ein Kennzeichen, das verändert werden kann. Nickelge bringt uns die Amazone Castros 6002 Mod und zwar mit der Downloadgröße von 7,85 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Paket kommt mit zwei Gerätschaften daher, einmal der Castros 6002-2 und einmal mit der Vogelsang SyncCod Ausrüstung. Und zwar schauen wir uns erstmal den Castros 6002-2 an. Es handelt sich dabei um eine Scheibenecke mit einem Gewicht von 3,6 Tonnen, benötigte Leistung 180 PS und eine Arbeitsbreite bei 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h. In der Ausführung hier, da keine weiteren Konfigurationsoptionen, 31.000 Euro. Das zweite Gerät kommt mit einem angeschlossenen Gülleverteiler, wiegt auch
3,6 Tonnen, brennötig genauso 180 PS, Arbeitsbreite von 6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Das ändert sich nicht, auch bei angeschlossenem zusätzlichen Gerät, was einen Arbeitsschritt spart, kostet das Gerät nicht mehr, sondern auch 31.000 Euro. Von Schnippelmodding und Red Cat 3D kommt die Case Maxum Series Mod. Es handelt sich hier natürlich um einen Kompakttraktor von der Marke Case IH. Downloadgröße 10,46 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Die Case Maxum Series kommt in der Standardausführung mit 145 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 250 Liter. Zuzüglich 39 Liter DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und einem Gewicht von 5,4 Tonnen. Preis in der Standardausführung 112.000 Euro. Hier können wir folgende Konfigurationen durchführen. Zum einen können die Reifenhersteller gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Auch hier die Reifenvarianten gehe ich nicht im Einzelnen durch. Dann kann die Innenfarbe geändert werden, und zwar von Grau zu Grau mit Teppich. Und kann auch geändert werden zu Beige und Beige mit Teppich. Zusätzlich kann entschieden werden, ob eine oder zwei Rundumleuchten montiert werden sollen. Der Kotflügel hinten kann verbreitert werden. Dann kann hier der Frontladeranbau natürlich auch hinzugefügt werden, einmal Hauer und Quickie. Dann haben wir bei der Motorenausführung, die wie gesagt die 15er, die 115er Serie mit 145 PS. Dann haben wir die 25er Serie mit 155 PS. Dann haben wir die 35er Serie mit 169 PS. Und zu guter Letzt die 145er Serie mit 175 PS. Was installiert, kann hier auch der Guidance Steering Mod installiert oder aktiviert werden. Bei den Farben haben wir eine eingeschränkte Auswahl zwischen Case IH Rot, Black Edition, Grau, 145 Jahre Edition oder die Kommunalversion. Auch hier kann das Kennzeichen geändert und angepasst werden. Von TF 2020 Mod kommt ein ganz kleines Tool, und zwar ist die Downloadgröße 9 KB. Version 1.0 und für alle Plattformen, und zwar heißt dieses Überladewagen mit Kalk. Diese Modifikation fügt allen Überladewagen Kalk und Schweinefutter hinzu. Zudem können Züge jetzt alles transportieren, was normale Anhänger auch transportieren können. Eine sehr nützliche Mod, die werde ich auf jeden Fall bei mir in die Grundausstattung installieren, denn es ist definitiv vorteilhaft, wenn man auch Kalk mit dem Überladewagen zum Feld fahren kann. In vielen Foren habe ich gelesen, dass immer wieder gefragt worden ist nach einem Autoload-Trailer für Baumstämme. Hier kommt er, und zwar von Kenny456 und Marhu. Downloadgröße 2,4 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Der Fliegel Timber Runner kommt in drei Ausführungen, und zwar einmal in der 12 Meter Ausführung, 15 Meter oder 20 Meter Ausführung. Wir gehen uns mal die im Einzelnen ganz kurz durch. Also wir starten mit dem 12 Meter Autoload. Kommt mit einem Gewicht von 8,2 Tonnen und kostet standardmäßig 39.000 Euro. Bei der Konfiguration kann hinzugefügt werden, dass noch ein Zugmaul hinten angefügt wird. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Trelleborg und Continental. Die Felgenfarbe kann angepasst werden zwischen Chrom, Silber, Weiß und Schwarz. Natürlich kann auch hier das Kennzeichen angepasst werden. Dann gehen wir zum 15 Meter Autoload. Das ist dasselbe im Grün. Auch das Gewicht ist dasselbe geblieben. Kostenpunkt 45.000 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind dieselben wie vorher. Dasselbe gilt auch für den 20 Meter und der hat auch ein Gewicht von 8,2 Tonnen, kostet 55.000 Euro und hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Dann kommen wir zu einem kleinen Traktorenpack, und zwar dem John Deere 6300
von Sleutjes Modding. Downloadgröße 19,49 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und dieser John Deere 6300 kostet in der Standardausführung 20.500 Euro. Also ein sehr günstiges Gerät, kommt mit 100 PS standardmäßig. Dann wird geschaltet manuell und Lastschaltstufen. Hat eine Tankfüllmenge von 120 Liter, Maximalgeschwindigkeit bei 32 km/h und wiegt 5,6 Tonnen. Hier kann auch einiges konfiguriert werden, und zwar können wir anfangen mit einem Frontgewicht von 240, 400, 560 Kilogramm. Dann bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Auch hier die Reifenvarianten gehe ich nicht durch, sondern gehen wir gleich weiter zum Design. Und zwar ist dies hier Design Original, Auspuff Chrom, also das betrifft den Auspuff Chrom 2, Auspuff Klappe und zurück zu Original. Design, das nächste Design, was hier so genannt wird, betrifft die Tönung der Scheibe. Also einmal ganz normal, Design 1, Design 2, Design 3 und Design 4 ganz dunkel. Des Weiteren kann hier beim Design, beim dritten Design genannten Punkt, die Radgewichte entsprechend angepasst werden. Also hier können verschiedenste Konfigurationen durchgeführt werden. Der Frontladeranbau kann natürlich hinzugefügt werden, und zwar den vom John Deere. Die Motorenausführung haben wir zwei, einmal die 6300 mit, wie gesagt, 100 PS und dann haben wir die 6405er mit 105 PS. Auch hier kann das Modul für den Guidance Steering Mod installiert werden. Und bei den Farben haben wir das Original Gelb, Schwarz, Grau, Leder oder John Deere Grün. Und zwar betrifft diese Farbe den Sitz in der Fahrkabine. Wer es gerne ein bisschen luftiger hat, der kann die kleinere Option auswählen. Das ist auch der hier nebenbei, der 6300 für 15.500 Euro in der Standardausführung. Alles die Leistungsmerkmale sind dieselben. Bei der Konfiguration hier ist alles exakt dasselbe, außer man kann natürlich die Tönung der Scheiben nicht variieren, da hier auch keine Scheiben vorhanden sind. Der Brandner DD24073-2XXL kommt von Archimedes. Downloadgröße 6,12 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Brandner kommt in der Standardausführung mit einem Ladevolumen von 17,9 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen, hat ein zuladbares Gewicht von 16.500 Kilogramm und kostet mit der Abdeckung 40.150 Euro, ohne die Abdeckung ganz nackig hier 39.650 Euro. Bei der Konfiguration kann ein Aufbau hinzugebaut werden, und zwar damit wird das Ladevolumen auf 25,5 Kubikmeter erweitert. Dann haben wir drei Konfigurationen als Ballenwagen. Es ist darauf zu achten, dass wenn man ein Kipper die Kipperkonfiguration auswählt, dass man die Abdeckung hinzunehmen kann oder eben nicht. Dasselbe mit der erweiterten Konfiguration als Kipper. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Wredestein und Continental. Dann bei der Farbgebung kann auf die Standardpalette zurückgegriffen werden. Auch kann hier das Nummernschild angepasst oder verändert werden. Die nächste Mod kommt von Sperrgebiet. Downloadgröße 25 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Diese Mod heißt Abkippseiten HUD. Und wenn ihr bei mir jetzt auf dem Bildschirm oben links neben dem F1-Menü guckt, dann seht ihr ein kleines Symbol, was heißt hinten. Das heißt, im Moment würde dieser Kipper nach hinten abkippen. Wenn wir das mal ausführen, dann sehen wir, dass der nach hinten abkippt. Auf das Menü der Einstellung kann zugegriffen werden mit der rechten Kontrolltaste und mit der Taste T.
Dann erscheint hier die Tipp-Side-HUD-Konfiguration. Also wenn ich jetzt mit der Maustaste einmal klicke, ändert sich die Farbe von weiß nach schwarz, grau, blau, rot, grün, gelb, pink, türkis, braun und zurück nach weiß. Wenn ich jetzt die nächste Zeile auswählen will, dann drücke ich die rechte Kontrolltaste und den Pfeil nach unten. Somit komme ich auf den nächsten Menüpunkt, den ich auch per Mausklick verändern kann. Neben dem Farbschema klicke ich drauf, kommt es links neben dem Wetter-Icon her. Dann kann ich oben zentriert, unten zentriert, unterhalb der Früchte hat und so weiter, kann ich hier entscheiden, wo mir dieser Abkippseiten hat angezeigt werden soll. Dann beim nächsten Menüpunkt kann ich auswählen, ob der Text daneben erscheinen soll oder ob mir einfach das Icon reicht. Dann habe ich die Möglichkeit, beim nächsten Menüpunkt auszuwählen, welches Icon angewendet werden soll. Also einmal Normalversion und einmal, sagen wir mal, Dark Mode. Und dann kann entsprechend auch natürlich die geändert werden, wie die Skalierung der Größe ist. Also wenn ich einmal drauf klicke, wird es ein bisschen größer, noch ein bisschen größer und dann wird es ganz klein und so weiter und ganz normal zurück zur Standard-Skalierung. Ich kann das Menü auch wieder verschwinden lassen, indem wieder die rechte Steuerungstaste und T. Wenn ich jetzt die Kippseite ändere vom Anhänger, wird mir das entsprechend angezeigt. Links, rechts, hinten, Kornschieber und wieder links und rechts. Von Akimobil kommt der Straubmann SEK 802 Paletten Autoloader Anhänger. Dies ist jetzt die Version 1.2.1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar wurde die letztlich angepasst für die Veröffentlichung im ModHub. Den Straubmann, den gab es schon jetzt eine Weile auch auf anderen Download-Mod-Webseiten zur Verfügung, schon bevor das jetzt diese hier als neuer Anhänger beim ModHub veröffentlicht worden ist. Daher sicher jedem bekannt. Das ist dieser Straubmann hier oben rechts mit dem Logo zu erkennen, Autoload AL. Hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie der Standard Straubmann im 19er LS. Jetzt haben wir hier eben, wie gesagt, die Autoload-Funktion für Paletten. Der Anhänger wiegt 4,3 Tonnen, hat ein maximales Zuladergewicht von 13,7 Tonnen und kostet in dieser Ausführung hier als Autoload für Paletten 9.000 Euro. Es geht jetzt hier überhaupt nicht drum um die Farbpaletten und die Reifenkonfigurationen. Es ist alles so, wie das im 19er auch war. Hier geht es definitiv darum, dass dieser Anhänger geeignet ist, um Paletten, Produktionspaletten, jegliche Art von Paletten transportieren kann. Kapazität als Kipper liegt zwischen 4.000 und 12.000 Liter. Kapazität als Palettenwagen abhängig von der Palettengröße. Damit dieser Straubmann korrekt funktioniert, braucht es einen zusätzlichen Mod. Ohne den wird das nicht funktionieren. Und zwar ist das die Mod Paletten Autoloader Spezialisierung, kommt ebenfalls von Akimobil, Downloadgröße 28 KB in der Version 1.3.1 und ist für PC und Mac. Dies ist im Prinzip die Grundlage für die meisten Autoload-Anhänger, die jetzt oder in der Zukunft erscheinen werden. Das ist im Prinzip die Grundlage. Hier wird auch definiert, in welche Tastaturkombination verwendet wird, um die Paletten zu beladen und dann auch natürlich entsprechend zu entladen. Und dieser Mod ist natürlich auch heute im James Mod Hub veröffentlicht worden. Macht ja auch Sinn, dass beides zusammen veröffentlicht wird. Stellvertretend für die nächste Mod, und zwar die Mod Paket von Premium Paletten und Säcken, die von Happy Mole herausgegeben worden ist. Downloadgröße 4,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Mit dieser Mod kommen ins Spiel verschiedenste Möglichkeiten von Paletten, die gekauft werden können. Einmal Saatgut, Mineraldünger, Kalk, Weizen, Schweinefutter, Hafer, Streusalz, Mist, Mineralfutter. Und dann können von all diesen auch einzelne Säcke gekauft werden. Jeweils, wie gesagt, Saatgut, Mineraldünger, Kalk, Weizen, Schweinefutter, Haferstreusalz, Mist und Mineralfutter. Saatgut kostet 900 Euro für 1050 Liter.
ist ein bisschen günstiger als der Preis der Palette des Saatguts im Standardspiel. Und alles andere könnt ihr selber ausrechnen. Also es ist Kalkis verfügbar, wie gesagt Mineraldünger und so weiter und so fort. Jeweils zwischen einem Preis von 200 Euro und bis zu 1900 Euro. Von Yellowneck, Downloadgröße 0,66 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen kommt die nächste Mod und zwar heißt diese kaufbare Produkte. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier hingestellt eine Palette mit Zucker, eine Palette mit Mehl, eine Palette mit Butter und eine Palette mit Rosinen. Und die können auch hier im Shop gekauft werden. Einmal die Palette Zucker für 500 Euro und zwar für 1000 Liter. Die Palette Mehl ebenso, die Butterpalette ebenso und auch so die Palette für Rosinen. Ich werde dann später noch die Rechnung machen. Aber in der Mod-Beschreibung habe ich gerade gesehen, dass der Preis hier im Shop falsch ist. Also laut der Mod-Beschreibung kostet die 1000 Liter Zucker, sollten kosten 2000 Euro. Hier kostet er 500 Euro. Also hier kann man gut und gerne mal gerade noch mal ein bisschen cheaten, wenn man dem das so will. Da kann man das kaufen und dann verkaufen. Dann haben wir die Mehlpalette, die sollte 850 Euro kosten, laut der Mod-Beschreibung im Mod-Hub. Dann die Butterpalette sollte 2000 Euro kosten, die 1000 Liter. Und die Rosinen sollten 3000 Euro kosten, die 1000 Liter. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich könnte jetzt hier die Rosinen kaufen für 500 Euro und dann kann ich diese hier für 4400 Euro hier im August verkaufen. Wir befinden uns hier auf der Wild West Karte, wo ich dann auch demnächst ein Let's Play starte. Neben dem, dass wir ja wie eingangs angetönt und angekündigt die kleinsten Farmen bewirtschaften werden. Hier nochmal zur Erinnerung, am Donnerstag, 27.01. um 18 Uhr legen wir los mit dem Let's Play und zwar als Livestream, wo wir gemeinsam diese Farm bewirtschaften werden. Hier müsste eventuell noch etwas nachgebessert werden, also die Preise stimmen im Shop nicht mit der Mod-Beschreibung überein. Im Moment ist es hier eine richtig einfache Geldquelle, um richtig schnell Geld zu generieren, wenn diese Paletten je nur 500 Euro kosten sollten. Kommen wir gleich zur nächsten Mod, die den Shop betrifft. Und zwar kommt die von MacMods. 62 KB Downloadgröße in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Mod heißt käuflicher großer Stapelballen. Der Kauf einer großen Anzahl von Quader- oder Rundballen kann jetzt nicht nur schnell, sondern auch rentabel sein. Große Auswahl Quader- und Rundballen aus Gras, Heu, Stroh und Silage. Großer Rabatt. Je mehr Sie kaufen, desto weniger bezahlen Sie. Große Mengen bis zu 30 Ballen können gleichzeitig gekauft werden. Wir gehen mal in den Store rein und kommen dann auch gleich hier zu dieser Mod. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier die Quaderballen in der Ausführung von Stroh haben, dann haben wir hier die Einheit von 9 Kubikmetern und 430 Kilo zu 1220 Euro. Und da kann ich jetzt jegliche Anzahl auswählen zwischen einer und 30 Stück. Und es ist tatsächlich so, wenn ich mir das jetzt überlege, das sind die Einheit kostet 1220 Euro und die 30 Stück sind dann lediglich 32,250 Euro. Dann ist tatsächlich hier ein beträchtlicher Rabatt beinhaltet. Von GevD25 kommt die nächste Mod und zwar mit der Downloadgröße von 29,18 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dies ist die John Deere T-Serie und die 600X Schneidewerke. Schauen wir uns einmal die T-Serie an. Kommt in der Standardausführung mit 305 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 800 Liter. Zusätzlich noch 33 Liter DEF, Maximalgeschwindigkeit bei 40 km/h, hat eine Kornkammer mit einem Volumen für 10.000 Liter, wiegt 14,9 Tonnen und kostet in dieser Standardausführung hier 263.500 Euro.
Wir können die Motorenausführung ändern vom T550er zum T560er mit 387 PS, dann den T660 mit 387 PS und zu guter Letzt den T670 mit 455 PS. Reifenhersteller sind verfügbar von Michelin, BKT, Wredestein und Trelleborg. Auch hier gehe ich die Reifenvarianten nur so weit durch, bis das Bandlaufwerk kommt. Also dieser ist zu haben mit einem Bandlaufwerk. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Strohverteilbreite einzustellen, und zwar zwischen 5 Meter und 12 Metern. Ist dafür gedacht, dass diese Strohverteilbreite entsprechend der Header, also dem Schneidewerkbreite, angepasst wird. Dann können wir entsprechend das Entladerohr natürlich verlängern, denn je breiter das Schneidewerk, desto breiter muss auch das Entladerohr sein. Also wir haben hier die Variante 5,20 Meter, dann 5,60 Meter und dann 6,50 Meter und davon gibt es dann auch noch eine klappbare Version. Auch hier kann der Guidance Steering Mod natürlich installiert werden. Auch gibt es hier natürlich bei großen Geräten so oder so die Möglichkeit, das Nummernschild zu personalisieren. Dann haben wir zwei Schneidwerke, die dazu kommen. Einmal das 630er X für 59.600 Euro und eine Arbeitsbreite von 9,20 Meter oder dem 635er X für 69.700 Euro und eine Arbeitsbreite von 10,7 Metern. Dann kommen wir zu dieser Multiproduktionsfabrik und diese Mod von LSMT Modding Team Agestar hat ein Update bekommen, und zwar jetzt auf die Version 1.0.0.1, Downloadgröße 1,91 MB und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die Bereiche sind angepasst worden, Info- und Produktionstrigger sind hinzugefügt worden und Fehler beim Input ist natürlich behoben worden. Diese Multiproduktionsfabrik kann 4 verschiedene Sachen herstellen, und zwar zum einen Kalk, und zwar wird das hergestellt aus Steinen und Wasser. Dann Mineraldünger wird hergestellt aus Mist, Gülle und Gärresten. Dann kann des Weiteren Saatgut hergestellt werden aus Mineraldünger, Wasser und Gerste. Und Mineralfutter kann hergestellt werden aus Heu, Kartoffeln, Silage und Raps. Natürlich ist diese im Baumenü unter Fabriken zu finden, und zwar für 170.000 Euro kann diese hingebaut werden. Und hier sehen wir im Produktionsmenü tatsächlich, hier kann Kalk, Mineraldünger, Saatgut und Mineralfutter hergestellt werden. Jeweils die verschiedenen Produktionsvorgänge und Details könnt ihr hier in diesem Produktionsmenü finden. Ebenfalls von LSMT Modding Team Agestar kommt die nächste Mod, und zwar die Futtermischanlage, Downloadgröße 2,98 MB. Auch hier ist das jetzt ein Update, und zwar jetzt auf die Version 1.0.0.1 und ist ebenfalls für alle Plattformen. Es handelt sich hier um die Futtermischanlage. Hier wurden ebenfalls die Bereiche verbessert. Die Info- und Produktionsträger sind hinzugefügt worden und natürlich ist hier jetzt auch die Produktion von Schweinefutter hinzugefügt worden und gewisse kleine andere Fehler wurden behoben. Auch das finden wir im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist diese hier, kostet auch 170.000 Euro und stellt Mischration her aus Silage, Gras, Mineralfutter und Stroh. Und das Schweinefutter wird hergestellt aus Raps, Sojabohnen, Kartoffeln und Weizen. Daraus gibt es dann entsprechend das Schweinefutter. Vom LSMT Modding Team Stefan kommt die weitere Mod, und zwar der Tante Emma Laden. Downloadgröße 3,39 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
ist im Baumenü zu finden unter Verkaufsstationen Tante Emma Laden und Kostenpunkt sind 40.000 Euro. Hier könnt ihr die folgenden Produkte verkaufen: Mehl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Käse, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Trauben, Traubensaft, Eier, Zucker, Kuchen, Brot, Kartoffeln, Milch, Oliven und Streusalz. Dieser Metallschuppen von 23 x 11 Metern kommt von Camillus 0397, Downloadgröße 9,01 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen, ist im Baumenü unter Hallen zu finden und zwar für 13.000 Euro kann der hin platziert werden. Hier gibt es nichts weiteres zu beachten, ist halt ein bisschen herunterkommener Metallschuppen, gibt keine Lichtschalter oder sowas ähnliches, nichts dergleichen, ist, kommt auch mit ein paar Dekoobjekten daher. Ziemlich schlicht, aber gefällig. Kommen wir zur letzten Mod, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden ist. Und zwar kommt dieser von Rival. Downloadgröße 11 KB, Version 1.0 und für PC und Mac. Wie ihr sehen könnt, unverkennbar. Dieser Mod erhöht die Leuchtweite des Fernlichts und der Arbeitsscheinwerfer, daher der Name der Mod, erhöhte Lichtleuchtweite. Also ihr könnt sehen, also der Arbeitsbereich ist hier um einiges vergrößert worden, also man sieht einiges mehr im Umfeld, also es schaut für mich definitiv realistischer aus. Es ist jetzt ganz kurz vor 8 Uhr in Real Life, das war es für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Falls es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir euren Daumen da lässt. Es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euer Abo da lässt. Auch darf ich euch bitten, mir zu kommentieren, ob ihr dann am Donnerstag versucht dabei zu sein und vielleicht auch ein gewisses Brainstorming zu machen, welchen Weg ich dann gehen soll. Es würde mich interessieren zu erfahren, wo eure Vorlieben sind bezüglich des Farming Simulators. Ich habe erstmal einfach gedacht, dass ich mit dem Standardmaterial dann starten werde. Ich werde vielleicht ein oder das andere Gerät austauschen, aber definitiv einfach da zu starten, was gegeben ist auf der Calmston Farm. Falls ihr andere Ideen habt und vielleicht mir eure Ideen mitteilen möchtet, dann lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich werde diese Kommentare natürlich berücksichtigen und wir werden diese natürlich dann auch am Donnerstag während des Livestreams berücksichtigen und beantworten und besprechen natürlich, ja? Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Bis morgen mit der nächsten Welle von neuen Mods, die bei Giants im Giants Mod Hub veröffentlicht werden. Danke, tschüss und hasta luego.